Hey na, was geht? Willkommen zurück hier bei Remnant 2. Yes, yes, ja. Ohne Kummer und Sorgen am Morgen im Schornstein. Was soll schon schief gehen? Passt nicht mehr rein. Genau, da waren die Explosionsdudes am Start. Wir sind ja schon bis zur anderen Seite rübergelaufen. Das größte Problem, was wir haben. Wir können auch nicht schießen oder so, ne? Moorhuhn! Oh. Unangenehm. Unangenehm ist das richtige Wort dafür. Ey, und ich wollte sagen, Alter, unser größtes Problem ist im Endeffekt, dass man die gar nicht so richtig sieht. Vor allem, was sind das für welche? Das sind so Pilztypen. Das ist die originale Bezeichnung für die Pilztypen. Das Powerlevel ist 1 über unserem. Entfernung ist die Thompson schon ein bisschen geiler. Wir wollen natürlich auch noch andere Waffen ausprobieren. Keine Sorge, ich habe das nicht vergessen, Freunde. Stimmt, wir haben ja gar nicht mehr dieses Samurai-Schwert am Start. Wir laufen ja mittlerweile mit diesen Kratos-Schwertern des Chaos.
Ist im Endeffekt auch eine Variante aus von einem Typen, den es im ersten Teil gab. Kein Platz mehr. Ich habe das Gefühl, dass sie immer mehr nachspawnen, hä? Ist das nur ein Gefühl, was ich hab? Zum Glück ist das vorbei. Kugel des Plünderers, was ist das denn schon wieder? Erhöht das eingesammelte Altmetall um 50%. Und Ressourcen werden automatisch aufgesammelt. Ja, das andere ist Schwachstellenschaden, nachdem wir jemanden getötet haben, um 50% erhöht, was auch ziemlich geil ist, also wirklich, wirklich geil. Meine Tasche ist voll. Aber im Gegensatz zu dem, was unser Held gerade gesagt hat, meine Tasche ist nämlich nicht voll. Meine Tasche ist alles andere als voll. Nee. Nicht scheiße. Davon habe ich genug. Das ist ein sehr unangenehmes Gebiet hier. Also muss ich schon sagen. Meine Tasche ist voll. Okay, wir gehen erstmal hier weiter. Wir gehen erstmal hier weiter, Freunde. Großer, das wird ja mal besser. Ich bin ja immer noch gespannt darauf, was es überhaupt mit dem Namen der Schornstein auf sich hat. Schwierig hier. Schwierig, unangenehm, unangenehm, schwierig.
Ich glaube, hier unten wird der Boss sein. Wenn es hier einen Boss gibt. Können wir wieder das Spiel wer. Wer ist hier der Boss spielen? Ey, ich weiß gar nicht. Leute, die jünger sind, kennt man überhaupt noch, wer ist hier der Boss? Oh, hi. Ja, das ist der Typ, der im ersten Teil immer kam, wenn man... Wenn man in Kanalisation unterwegs war. Da kam ja immer dieser eine, dieser Stalker, der hatte ja auch zwei so eine Sensen bei sich. Matael, alter Freund. Leck mich am Arsch, ist das Gebiet groß hier. Okay, wir gehen da lang. Damit schließen wir den Kreis quasi. Zu dem Punkt, wo wir auch hätten runtergehen können. Erfolgreich alle Gegner missachtet und eine Wand erschossen. Der ein oder andere würde sagen, typisches Semi-Gameplay. Aber wisst ihr, was das Geile ist? Man kann so viel meckern, wie man will, über wie ich Games zocke. Wir haben all diese Games zu Ende gebracht. Weißt du, was ich meine? Egal wie schwer es war, egal wie umständlich ich es mir gemacht habe, egal wie oft ich mit meinem harten Schädel gegen eine Wand gerannt bin, weil ich mir gedacht habe, ist mir egal, was der optimale Weg ist. Ich mach die einfach alle so platt. Am Ende aller Tage sind wir als Gewinner dabei rausgegangen. Liebe Kinder, und was lernt man daraus? Nichts. Richtig. Muss ja auch nicht immer was lernen, da wird man ja irre. Ey, Freunde, ich habe keine Ahnung, wo wir gelandet sind, ne? Im Schornsteinsee. Ja, das ist schon klar. Alright, jetzt weiß ich, wo wir sind. Okay, cool. Munitionstechnisch sieht's auch gut aus.
Bin gespannt, was hier noch kommt. Ich gehe auch im Kopf so ein bisschen die Möglichkeiten durch, von was ich denke, was hier ein Boss sein könnte. Das ist eine Tür. Die ist zu. Wie ein Wikingergrab oder sowas, ne? Da kannst du mal sehen, wie schlecht kulturell wir geprägt sind. Ja, da sehe ich einfach nur so Hörner, denk Wikinger! Das ist das. Pro kann man da an einer Stelle runterspringen und dann kommt man zum geheimen Durchgang. Oh, ist das ein Buch? Ja, scheiße, ich habe nicht damit gerechnet, dass der hinter uns rauskommt. Ja, Mann, ist ein Buch. Ist es endlich vorbei? Genau, wir hatten uns um Ausdauer gekümmert. Amplitude. Ich habe Armpit gelesen und wollte gerade sagen, ja. Der Mod-Aufbaurate ist natürlich auch super interessant. Oh, guck mal, Fernschuss sind wir auch gleich durch. Ich überlege halt wirklich, ob wir dann in Vampir investieren, wenn wir hier Erholung voll haben. Oder ob wir, sobald wir Fernschuss durch haben, gucken, dass wir einen anderen Archetyp reinnehmen. Fernschuss. Warum wird denn das hier gar nicht angezeigt? Erhöht Verbrauchsdauer. Wir hatten uns das schon mal alles angeguckt, ich weiß. Verringert Belastung.
Verringert erhaltenen und verursachten Schaden. Und Eigenbeschuss ist auch Schwachsinn. Erhöht Heilung um 5%. Das Teil könnten wir uns holen. Aber die Kombination ist halt krass, ne? Aus den einzelnen Attributen und so. Das ist zu krass, was hier abgeht. Warte mal. Sorry. Ich wollte gucken, was ist denn das hier? Entfesselt die ganze Macht und das volle Tempo des Revolverhelden, erhöht die Feuerrate aller Fernkampfer um 20% und die Nachladegeschwindigkeit um 50%. Dann dauert 20 Sekunden. Das nehmen wir mal rein. Herr Wilson, wir haben den Punkt gar nicht verteilt, Freunde. Okay, da unten scheint der Boss zu sein. Vorm Checkpoint eine Heilung genommen. Klassiker. Klassiker. What the actual fuck bist denn du? Ich glaube, wir stehen am Ende. Der Orden schreit nach Besonnenheit, aber seine stürmischen Erklärungen sind nur das ausschweifende Gejammer von Feiglingen. Besonnenheit über Ergebnisse zu stellen ist eine unermessliche Sünde, wenn wir die unseren retten wollen. Niemand in Lemire glaubt an die dunklen Omen. Niemand glaubt, dass wir am Abgrund des Untergangs stehen. Nur ich selbst. Ja. Ich sag mal so, oft ist es so, dass wenn alle sagen, nee, ist nicht so, und einer sagt, doch, ist so, dann bist vielleicht du der Spinner. Ich habe das Lied im Wind gehört, vor allen Dingen, wenn du sowas schreibst. Die Zeichen in den Blättern und Blumen gesehen, die Akkorde berührt, die durch die Gewässer des Tän fließen. Mein Herz schlägt im Takt, der die Saat erwecken wird, und ich allein habe den Mut zu tun, was getan werden muss. Ich habe das Relikt auf die göttliche Musik eingestimmt. Bei Tagesanbruch werde ich mich nach dem zu betten. Was? Werde ich mich nach dem. Beten! Sorry. Mach ich halt nicht, deswegen ist es so. Nach dem Beten zu dem heiligen Eseri zurückziehen und meine gefallenen Verwandten um ihren Segen bitten. Ich werde den Samen erwecken und die lange Reise nach unten antreten. Ich bin zuversichtlich, dass das Relikt die Wartenden aus ihrem stillen Schlummer erwecken wird. Okay. Ja, hat gut funktioniert, deswegen liegst du hier. Okay, ihr wisst, erster Versuch zählt nicht. Wait a second, das ist kein Boss.
Oh fuck! Okay, ja, ja, ich hab's jetzt gesehen. Alles gut. Gib mir mal einen Ausdauerboost. Und ein Lebensteil. Hey Freunde. Pum. Pum. Verdammt. Einfach rennen. Komm schon! Ah! Erster Tod, zweiter Tod. Okay, da nicht runter. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu schnell bin. Danke dir. Sehr, sehr nett.
Konzentration. Bro, renn doch! Ey, really? Ich weiß gar nicht, was ich anders machen soll. Konzentrieren uns weiterhin darauf, einfach schnell zu sein. Ich hatte das Gefühl, dass wir da eigentlich relativ gut durchgekommen sind, ja. Wait, what?
glaube, diesmal haben wir es. Wait, die Kristalle kann man kaputt schießen? Schon, komm schon! Zum Glück ist das vorbei. Ja, Mann. Zum Glück ist das vorbei. Material, Herzsamen. Ich wollte gerade sagen, was ist denn das für ein geiles Symbol da? Ey, man kann diese Kristalle kaputt schießen, Freunde. Das wusste ich. Ich habe das nur nicht gemacht. Weil ich wollte, dass es spannend bleibt. Ganz kurz hier die Munition einsammeln. Es ist kein Platz mehr. Okay. Warte mal, ey, mir wird auf der Karte da was Lilanes angezeigt. Gucken, kommen wir da noch hin? Wenn das ein Buch ist, ne? Es ist kein Platz mehr. Stimmt nicht, für ein Buch ist immer Platz. Gucken, auf welcher Höhe ist denn das? Nächste Ebene müsste es sein. Hier neben mir. Da rein. Passt nicht mehr rein. Nee, das ist es nicht. Meine Flasche ist voll. Warte mal, ich glaube, da kommen wir sogar hin und dann kann man da raufspringen wahrscheinlich. Was Lilanes kann halt ein Buch sein, ne? So, und jetzt mal gucken. Alter, wo ist denn das? Passt nicht. Ja.
Gefallenes Schmuckstück. Okay, Freunde, ey, wir haben es versucht. Das passt nicht mehr rein. Ich weiß nicht, wie man daran kommt. Ich will aber auch nicht Ewigkeiten jetzt da dran rumhängen. Ich weiß, die Folge ist vorbei, aber wir rennen jetzt wieder nach unten, setzen uns da an den Punkt ran. Und reden bis dahin noch ein bisschen Scheiße. Davon kann ich nichts mehr tragen. Oh, das passt nicht mehr rein. Passt nicht. Ist ja nur du und ich. Wir beide. Die hier durchrennen. Kein Platz mehr. Weißt du? Die uns Remnant geben, die uns Remnant angucken, das Video bewerten, Kommentar schreiben. Du und ich. Wir beide. Wenigstens noch eine Belohnung oder sowas? Ich meine, klar, die Belohnung ist im Endeffekt das Teil, was wir da bekommen haben. Ja, eine andere Belohnung gibt es hier nicht. Okay. Das mit Gewölbe verlassen, ich bin mir immer noch sicher, das gab es im ersten Teil nicht. Gott, das war jetzt das letzte, was wir hier noch haben. Jetzt geht's ja zur Monstrosität, ne? Freunde, wie es hier weitergeht, könnt ihr sehen. Wo und wann? Naja, in der nächsten Folge. Bei mir auf dem Kanal. Aber auch nur, wenn du jetzt einen Daumen nach oben hinterlässt. Hinterschreib mir. Hinterschreib mir auch gerne einen Kommentar, freue ich mich sehr drüber. Hilft mir, hilft dem Kanal, hilft dir. Interaktion ganz, ganz wichtig auf die Videos, vor allen Dingen bei so einem kleinen Kack-Kanal wie meinen. Ja, dir noch einen schönen Tag, haus rein, bis zum nächsten Mal. Peace.